Ist das nicht unglaublich? Meine Entwürfe für Königin für einen Tag sind in Fashion Foy zu sehen. Unsere Entwürfe. Das meinte ich ja. Ich wünschte mir nur, dass der Artikel über mich etwas größer wäre. Sie schreiben viel mehr über irgendeinen alten Typen namens Sebastian. Der New Yorks Modeguru. Naja, genau. Also was der kann, kann ich schon lange. Dieser alte, Angela, darf ich dir meinen Mentor vorstellen? Ja, ja, schon gut. Genug der Floskeln. Mich interessiert sehr viel mehr dein Schützling hier. Du entwirfst also bessere Mode als Sebastian Worth? Das will ich sehen. Also... Auf gar keinen Fall. Wir haben null Erfahrung im Bereich Brautkleider. Entschuldigen wir uns einfach. Und der Typ kann uns einfach so niedermachen? Wie schwierig wird das schon sein? Ich nehme die Herausforderung an. Okay, ich habe euch noch gar nicht begrüßt, Leute. Das mache ich hoffentlich gleich. So, ich würde sagen, das mache ich jetzt. Herzlich willkommen zu Angelas Wedding Disaster. Es geht wieder los, eine neue Runde mit der lieben Angela. Und es geht um Brautkleider, natürlich. Ein bisschen nähen, sehr schön. Und was können wir da wieder machen? Was muss ich da machen? Achso, einfach nur klicken, okay. Hier ist es, ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Also, es ist atemberaubend, bezaubernd. Genau darauf habe ich all die Jahre gewartet. Angela! 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 Wie geil! 100 pro ein Traum. Angela. Hässlich, kitschig. Das sieht so aus, als ob eine 5-Jährige ein Brautkleid entworfen hätte. Bitte was? Beobachte und lerne. Wie geht das denn so schnell? Das kann eben nur Sebastian. Er ist einer der besten und sicherlich und der schnellste Designer. Ja, das ist zu viel des Lobes für diesen alten Mann hier, Vicky. Das will ich auch können. Du musst mir das beibringen. Bitte? Ganz schön mutig. Mir gefällt diese erfrischende Frechheit. Arbeite für mich. Du solltest zwar zuerst deine Chefin fragen, aber ich will dich nicht aufhalten. Viel Glück. Tausend Dank, Victoria. Angela, der Sebastian Express fährt gleich ohne dich los. Ich komme schon. Oha, trautes Heim. Hier wären wir also. Trautes Heim, Glück allein. Es ist wunderschön. Also, bevor wir anfangen, ein kleines Wissensquiz. Worum dreht sich deiner Meinung nach alles in der Mode? Super tolle Entwürfe? Nein, nein, nein. In der Mode dreht sich alles um die Person, die diese trägt. In meinem Laden ist die Kundschaft König oder Königin. Daher erwarte ich nur Höchstleistung von meinen Schülern. Verstanden? Zu 100%. Hervorragend. Soll ich dir noch einmal den Ablauf hier im Laden erklären? Nein, mein Lieber, das brauchst du nicht. Keine Sorge, ich beherrsche das perfekt. Ausgezeichnet. Ich bin im Atelier, wenn du mich brauchst. Viel Glück. Na dann, wollen wir doch mal... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, zeichne die Entwürfe. Mache ich das hier? Kann ich das jederzeit machen? Oder meldet sie sich da? Ich weiß es nicht. Oder kann ich das hier machen? Ach nee, hier kann ich schneidern. Ah, okay. Gut, mache ich das mal eben. Sehr schön, das ist jetzt da. Du bekommst die Kette. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht mit der Auflösung irgendwas nicht stimmt. Wobei ich bisher... Wow, das geht ja super schnell. Wobei man bisher bei den Spielen keine Auflösung einstellen konnte, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe so das Gefühl, die Schrift wirkt irgendwie so groß. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und es ist hier einfach so. Kann natürlich auch möglich sein. Werde ich gleich mal... Ja, ja, vergiss nicht, sauber zu machen. Werde ich gleich auf jeden Fall mal kurz in die Einstellung reinschauen.
So, und auf jeden Fall schon mal abkassieren. Ich bin gespannt, was uns hier im Spiel erwartet. Die Vorgeschichte ging jetzt relativ schnell, würde ich sagen. Also das sieht einfach... Oh, ihr gibt eine Maus. Ja, Karl, ich hab dich. Das ging doch jetzt relativ schnell, oder? Dass sie da, weiß ich nicht, erst noch über den Typen motzt und dann plötzlich ist er da und dann entführt er sie in seinen Laden. Naja gut, wo sind denn die Schuhe? Ach, da oben. Gut, gut. Aber es wird ja bestimmt noch irgendwas anderes krasses, spannendes hinzukommen. So, Sebastian wird das hier lieben. Ich bin mir ganz sicher. Ja, hoffentlich. Ich will es doch schwer hoffen. Also, soll ich schon kassieren? Ach komm, mache ich einfach mal. So, meine Liebe. Also, Parfüm für dich und einmal das wunderschöne Kleid. Und ich glaube, ganz so viele werden nicht mehr kommen. Deshalb werde ich erstmal nichts Neues schneidern. Da kommt noch jemand. Wir räumen erstmal auf. Levelende. Okay. Und was kann ich für dich tun? Einmal die roten Ohrringe. Bitteschön. So, Angela, deinen ersten Tag hast du erfolgreich hinter dich gebracht, meine Liebe. Makellos. Oh, was hat sie gesagt? War das jetzt fabulous? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Errungenschaft. Großartig. Fabulous. Ach, schön. Oh, Sebastian, ich möchte dir etwas zeigen. Ich hatte gehofft, dass du dir einmal meine Entwürfe ansehen könntest. Du wirst begeistert sein. Also, dann zeig mal her. Das ist ganz nett. Ach, hey je, absolut grottenhässlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie sind auf jeden Fall sehr ausdrucksstark, aber ich frage mich, ob sie alle auch tragfreundlich sind. Das ist verrückt. Meine Kleider passen dem Model immer perfekt. Zählt dazu auch dieses Kleid? Na, das Kleid, das gerade brennt. Vielleicht nicht immer perfekt. Okay. So, du hast deinen Erfolg freigeschaltet. Es gibt noch viel mehr. Okay, okay. Wir gucken jetzt erstmal, was die Level hier angeht. Nein, wir gucken erstmal kurz Einstellungen. Nee, voll. Spiele ich nicht im Vollbild? Was ist denn da los? Leute, ich weiß nicht, ob jetzt die Aufnahme abbricht. Okay, es ist aber doch alles beim Alten. Es war doch im Vollbild. Was anderes? Hallo, warum kann ich das denn nicht einstellen? Merkwürdig. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wird gespielt. Das brauchen wir alles nicht. Also, Kapitel 1 sind wir hier und wir haben nur 5 Level. Das ist aber... Ah nee, das gehört auch noch dazu, ne? Sieht diesmal ein bisschen anders aus. Laden im Scheunenstil. Farmharz, okay. Sieht ganz interessant aus. Indisches Geschäft 7 Days. Oh wow, darauf stehe ich ja. Ich bin da so ein bisschen indienmäßig unterwegs. Japanisches Geschäft Elegance. Auch sehr schön. Und ein Strandladen Nautical Bridal. Auch sehr nett. Und Sebastians VIP-Etage. Das ist dann das Ende, ne? Okay. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Das hier ist noch verschlossen. Ich weiß nicht warum. Das sind ganz normal die Trophäen. Kann ich jetzt mal hier ein bisschen schneller wieder zurück? Ja, irgendwas... Nee, Leute, irgendwas ist ja doch mit der Übersicht. Ich starte mal eben kurz das Spiel neu, beziehungsweise die Aufnahme. Ich glaube, deshalb ist das hier auch so klein. Irgendwas ist da gerade nicht richtig. So, da bin ich wieder und anscheinend klappt das mit dem Vollbildmodus nicht. Ich habe es jetzt auch mal versucht über Alt und Enter. Das macht ja immer entweder den Vollbildmodus oder den Fenstermodus. Da komme ich direkt in den kleinen Fenstermodus. Also, ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal so weiter. Warum besucht Fran den Brautladen? Schreib ihm und finde es heraus. Wer kann denn nochmal Fran? Kennen wir den? Ich weiß es gar nicht. So, die hier leisten wir uns auf jeden Fall. Eine süße Verantwortung. Nein, nein, nein. Das braucht mehr Leidenschaft. Mehr Pep, meine Süße. Ich versuche es ja, aber ich weiß nicht, was das heißt. Also, so wie es aussieht, hast du noch einen langen Weg vor dir, bevor wir überhaupt an das Wort Superstar denken dürfen. Also sei so gut und versuche es bis heute Abend fertig zu haben. Oh, sie hat schöne Sachen an. Ach, das ist Fran, genau, der Besitzer von diesem Coffeeshop oder so, ne? Fran, was machst du denn hier? Nimm der Angela. Das darf doch nicht wahr sein. Wirst du etwa heiraten? Moment mal, das ist ein Laden für Brautleute. Ich dachte, es wäre für Brauereileute. Wie dumm von mir. Muss los. Tschüss. Fran, warte. Was sollte das denn? Ach, sieh an. So, neue Produkte. Da möchte der Fran also heiraten.
Und wir sollen ihm schreiben, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Alles klar? Ja, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, irgendwas ist da mit der Auflösung nicht so hundertprozentig. Aber okay, komm schon, was tust du hier wirklich? Jetzt fragt sie ihn erstmal total aus. Oh, wie schön schnell das am Anfang geht. Oh, schon direkt die nächste Nachricht. Wer hat was wo getan? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, du brauchst Beratung oder was? Ah, okay. Ah, da muss ich ein bisschen vermessen. Hallo, Karl. Und direkt die nächste Nachricht. Moment, da muss die Gute jetzt mal warten. Raus damit. Wer wird dich heiraten? Ach, wer wird heiraten? Doch nicht etwa du. Ich dachte gerade schon, wer wird dich heiraten? So. Und für dich ist dann einmal das Parfüm. Ja, Moment, ich komme ja schon, Handy. Das Parfüm und die Ohrringe. So, dann... Ach, sie möchte noch was. Okay, Moment, da kassiere ich eben erst. Jetzt konnte ich gar nicht wirklich lesen, was sie da geschrieben hat. So, das hier machen wir zu. Da ist schon mal die nächste Nachricht. Dann haben wir einmal das Parfüm und die roten Schuhe. Ah, sie wird im Café vorbeischauen. Alles klar. So, dann räumen wir auf. Du bekommst das Parfüm und das andere auch noch dazu. Ja, aber trotzdem, also wirklich mit der Story. Vor allem, dass er jetzt auch sagt, so von Superstar bist du weit entfernt. Es war jetzt noch gar nicht die Rede davon, dass sie so ein mega krasser Star werden will. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie hat mir da jetzt ein bisschen was gefehlt am Anfang. Aber gut, so, ich sollte vielleicht mein Kleid nehmen. Das wäre gar nicht schlecht. Ich muss aber sagen, dass ich es definitiv besser finde, dass das jetzt nicht mehr dauert mit dem Schneidern. Wisst ihr, wie ich meine? Sonst hat man die kleine Uhr, die ja abläuft und so lange dauert es dann. Und jetzt muss man aber ziehen. Das finde ich persönlich angenehmer, weil es auch ein bisschen schneller geht. Das wiederum bedeutet, so kann ich ein wenig mehr auf Vorrat haben. Das gefällt mir ganz gut. So, meine Liebe, Parfüm und Perlenkette für dich. Ach, Moment, wir räumen nochmal eben schnell auf. So, fabulous. Aber echt schöne Sachen. Also den Rock würde ich jetzt lieber einfarbig bevorzugen, aber ansonsten finde ich das recht schick. Was die gute Angela da anhat. Jetzt habe ich wieder nicht gehört, was sie gesagt hat. Sollte nächstes Mal einfach ruhig sein. Ach ja, ich erinnere mich. Hi, Fran. Also, raus mit der Sprache. Wer ist die Glückliche? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Komm schon, es gibt nur einen Grund für einen Besuch in einem Brautladen. Also gut, erwischt. Ich werde in wenigen Monaten heiraten. Warum weiß ich das bitte nicht? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Freundin hast. Erzähl mir sofort alles. Ihr Name ist Caroline. Wir sind schon seit fast einem Jahr zusammen. Irgendwie habe ich das wohl immer vergessen zu erwähnen. Du wirst aber bitte jetzt nicht zum Hausmann. Wir brauchen doch unseren morgendlichen Kaffee. Ich muss sofort alle Mädels anrufen. Wir müssen unbedingt diese geheimnisvolle Caroline kennenlernen. Wir? Ich habe euch wochenlang schon nicht mehr zusammen im Café gesehen. Ach komm schon, wir hatten in den letzten Tagen alle nur unheimlich viel zu tun. Oder Wochen. Monaten. Das hört sich für mich nicht wie eine echte Freundschaft an. Das heißt doch, Freundschaft ist immer eine süße Verantwortung, nie eine Gelegenheit. Oh, sie hat die Freundin schon lange nicht mehr gesehen. Okay, ich kann mich auch gerade ehrlich gesagt nur an die Jenny erinnern. Das ist die vom Fernsehen, die wir ja im letzten Dr. Kerstal gesehen haben. Und halt die Victoria, ne? Kann jemand bitte die Nähmaschine reparieren? Sie läuft viel zu langsam. Okay, so, den wunderschönen Spiegel schnappen wir uns. Und dann geht es los. Vermeide, dass die Nähmaschine kaputt geht. Ach so, ich dachte, ich soll die reparieren, aber gut. Also muss ich da von Zeit zu Zeit mal hingehen, wie es aussieht. Ja, ich komme zu dir. Da bekommst du Beratung und wirst hier vermessen. Das nennt man auch nicht so, ne? Vermessen nennt man auch irgendwie anders, aber okay. So, Nähmaschine ist kaputt. Dann würde ich sagen, nähen wir auch direkt mal eins. Seht ihr, das geht so schön schnell, ey. Das ist viel besser, als wenn man drauf warten muss. So, Moment, das ist für dich. Das nehme ich eben für dich mit. Und dann muss ich ganz schnell da oben aufräumen. Dann würde ich vielleicht noch... Oh, wo ist denn jetzt Karl? Da ist Karl. Wir haben Karl jetzt auch im Bonus-Level, oh Moment, also im Herausforderungslevel, echt? Das ist ja krass. Das war sonst nie der Fall, ne? Aber gut. Okay, gut zu wissen. So, das ist für dich, dann komme ich zu dir, dann nehmen wir mal Maß. Ich glaube, so nennt man das eher als vermessen. Komm, wir machen nochmal ein Kleid. Ach, sie möchte auch schon direkt eins, also Kleid Nummer eins. Und die Schuhe für dich, dann räumen wir unten auf, dann kann sich die nette Dame da auch hinsetzen. Oh, die Oma möchte auch nochmal heiraten, wie süß ist das denn? Oder vielleicht kauft sie auch noch was für ihre Tochter, Enkelin, wie auch immer. Also die roten Schuhe, das nehmen wir mit. Du bekommst das und du bekommst die Schuhe.
War das immer schon so, dass man bei den Angela-Teilen die Herzen über dem Kopf gar nicht gesehen hat? Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass man hier nur das Herzen nebenan gesehen hat. Moment, in der Nähmaschine, das machen wir, das machen wir. Ich habe nämlich jetzt schon das Gefühl, mit der Punktzahl ist es gerade nicht so cool, ne? Wobei, das muss ich auch bedenken, bei den anderen Angela-Teilen war es auch so, dass man dann zum Ende hin nochmal richtig viele Punkte bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das dann war, aber auf jeden Fall war es so. Weil gerade sieht es nicht so gut aus, wenn wir bedenken, der Tag ist gleich schon bald rum. So, das Reparieren, du bekommst Ohrringe und Kette. Und dann würde ich ganz gerne mit den beiden hier eine Kombo machen. Wenn die gute Dame mal rauskommt, da kommt sie auch schon. So, hätten wir das erledigt, räumen auf und machen vielleicht einfach nochmal ein Kleid. Oh, sie braucht auch ganz schön lange zum Aufräumen. Also Schuhe nehmen wir mit und Perlenkette nehmen wir mit. Ja, sie ist generell ein bisschen langsamer als Amy, habe ich jetzt so das Gefühl. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. So, oh Omi, was möchtest du? Was kann ich für dich tun? Möchtest du ein Brautkleid anziehen? Och, ist das schön. Hier, bekommst du erstmal Beratung. Dann nehmen wir doch erstmal Maß. Och, süß. Soll ich dir das Kleid bringen und ein paar schicke Schuhe dazu? Oh, die roten sogar, Madame. Gewagt, gewagt. So, dann schnappen wir uns die weißen Schuhe und einmal das Parfüm. Ach, und man sieht auch wieder, wie viele Punkte man braucht, ne? Irgendwie sind die Spiele ja doch alle ein bisschen unterschiedlich. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ich das hier hinbekomme. Doch, ihr seht, es geht doch am Ende wieder relativ schnell nach oben. Ich gehe nochmal kurz hier hin. Könnte also sein, dass es klappt. Ich weiß gar nicht. Nein, nein, dumm, dumm. Das war echt dumm. Kriegen wir es trotzdem hin? Ja, sehr gut. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Habe ich vergessen. Ja, ihr Makellos. Ach so, ob es für aufgefüllte Produkte noch extra Punkte gibt. Das weiß ich gerade gar nicht. So, machen wir weiter mit Level 3. Sebastian muss einen neuen Entwurf verkaufen. Stelle ihn fertig. Okay, das mache ich doch gerne. Die Fantastischen Vier. Ach, stimmt. Und sie werden schon in wenigen Monaten heiraten. Wow, die müssen sich echt lieben. Ach, das ist die Rothaarige, ne? Virginia, stimmt. Wer war denn nochmal Kitty? Kitty weiß ich gar nicht mehr. Weißt du, ob er einen Ehevertrag will? Das ist Jenny, das ist die vom Fernsehen. Ich kenne gar keine Caroline. Wann lernen wir sie denn kennen? Vielleicht heute Abend, wir könnten zusammen ins Friends gehen. Das würde ich ja gerne, aber ich bin die führende Anwältin bei einem der größten Fälle in meiner Kanzlei. Ich muss vielleicht für unseren Reporter vor Ort einspringen. Ach, jetzt kommt aber, Mädels. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir alle zusammen im Friends waren. Nun gut, ich könnte vielleicht versuchen, einige Termine meiner Patienten zu verschieben. Ich schätze, dass ich es auch schaffen könnte. Dann ist es abgemacht. Wir treffen uns um 22 Uhr in meiner Wohnung. Heute Abend werden die Fantastischen Vier endlich wieder die Stadt unsicher machen. Ach schön. Stelle bitte das Kleid für mich fertig, okay? Wir brauchen einen neuen Look für den Laden. Natürlich. Und was machst du in der Zwischenzeit? Was macht er denn wohl? Okay, können wir das... Ah, das können wir durchgehend machen. Was ist das hier für ein roter Stoff? Das wird doch bestimmt noch kompliziert, oder? Wahrscheinlich das Kleid einfach mit einem roten Gürtel oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich mach da nochmal eben weiter. So, dann nehmen wir die Perlenkette mit und einmal das Kleid. Ach Mist, ich dachte, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, hier weiterzumachen. Ach, wisst ihr was, ich ziehe das eben durch. Komm, dann haben wir es erledigt und müssen uns den Rest des Levels keine Gedanken mehr darum machen. Hallo Karl, mein Lieber, schön, dass du auch da bist. So, dann komme ich wieder zu dir. Dann machen wir das Ganze natürlich auch zu. Schnappen uns die roten Schuhe und das Parfüm. Ach, jetzt kann ich auch noch ein zweites Kleid machen. Okay, machen wir erstmal das. So. Ach, das andere hängt hier. Ach so, das ist das. Okay, alles klar. So, komm, wir räumen mal eben kurz auf. Dann kassieren wir. Sharp. Ach ja, stimmt. Das hat sie auch immer. Cool. Das hat sie auch immer gesagt. Ach ja, da werden so nach und nach doch ein paar Erinnerungen wach an die bisherigen Teile. Komm, das machen wir auch nochmal. Das geht so schön schnell, ey. Ich liebe es. Ich hoffe, das geht so weiter und wir haben nie wieder diese komische Zeitanzeige. Setzt einen immer ein bisschen unter Druck, finde ich. So, für dich ist das Kleid, meine Liebe. Wie schön der Vorhang ist, ne? Und wie schön einfach ihr Outfit
hier zur gesamten Inneneinrichtung des Ladens passt. Oh, wie mache ich das? Nehme ich das und das? Ist das richtig? Ah, und dann nähe ich das einfach zusammen. Ach, ist ja auch voll easy. Oh, das finde ich gut. Aber okay, es ist jetzt der Anfang, ne? Wer weiß, was da alles noch kommt. Und wir wissen ja, die Angela-Teile waren ja generell immer ein bisschen anspruchsvoller. Schwer, wirklich, will ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als die Emily-Teile oder halt Dr. Kears. Das war jetzt super easy. Ich muss überhaupt nicht auf die Nähmaschine klicken. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Komm, wir nähen noch eins. Und ich komme zu dir. Dann nehmen wir doch mal Maß, meine Liebe. Ist denn 3 auch das Maximum? Nee, ich kann sogar mehr machen. Ach, das ist ja großartig. So, rote Schuhe dazu. Und es geht auch so schön schnell. So, und für dich ist das Parfüm. Und das Level ist zu Ende. Und wir haben 3 Sterne. Ja, haben wir. Okay, einmal die roten Ohrringe für dich. Dann kassiere ich direkt und komme zu dir. Dann machen wir das Ganze doch mal zu. Und ich hoffe sehr, dass du es kaufen wirst, meine Liebe. Wie sie da steht. Ach, Angela. Du bist so lustig, ne? Yay! Und die Kunden sind happy. Das ist doch auch mal schön. So, bin ich gespannt. Incredible! Incredible, sagen die. Ach so, jetzt habe ich mal drauf geachtet. Ich bin gespannt, was Sebastian dazu sagt. Es ist schon 22 Uhr. Die Mädels werden sicher bald hier sein. Hey Kitty, bist du schon unterwegs? Das war Kitty? War das wirklich? Ja, muss ja. Ja, also, wo wir gerade darüber sprechen. Ich werde es heute doch nicht schaffen. Was? Warum? Dieser Fall ist einfach zu wichtig. Die Großtante der Schwester einer Cousine des Bürgermeisters wurde verklagt. Warte mal. Hey Angela, hör mal, es tut mir leid, aber ich habe doch keine Zeit. Natürlich. Ein echt süßer Typ hat mich zu einem Date eingeladen. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Schon gut, ganz toll. Wenigstens kann ich mich auf Jenny verlassen. Hey Angela. Jenny wird auch absagen, oder? Die ist nämlich hier im Fernsehen jetzt, bei der Live-Reportage. Ja, wir sind live und hören jetzt mehr von unserer Reporterin, Jenny Garcia. Danke, John. Wie Sie sehen können, sind wir hier am Schauplatz des Feuers im Giants Motel. Wunderbar, ich hatte eigentlich auch gar keine Lust, euch Mädels zu sehen. Och, die Arme. Angelas Boutique. Kleide dein eigenes Model mit Angelas Mode ein. Schau es dir jetzt an, oder wollen wir doch mal gucken? Oh, oho, sieh an. Also, wir haben 6 Diamanten. Ja, so eine blöde Emily-Schürze brauchst du ja nicht unbedingt, oder? Und den Kittel auch nicht. Das ist ganz cool. Können wir das denn vorher sehen? Nee, schade. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist auch schön. Können wir das denn vorher nicht sehen, wie das an ihr aussieht? Moment, also das sind jetzt auch generell Kleider, ne? Wir könnten auch... Ah, wir könnten auch sowas kaufen. Oh, das mag ich ja auch total. Schade, dass man es vorher nicht sehen kann. Mann. Oh, das ist auch schön. Das gefällt mir auch. Das finde ich ein bisschen zu krass. Was haben wir denn für Hosen? Ja, nee, das ist so typisch Angela-Style irgendwie. Das muss nicht sein. Die ist noch in Ordnung. Die ist auch noch okay. Der Rock ist schön. Das könnte auch cool sein, wenn man es richtig kombiniert. Okay, was haben wir für Schuhe? Ja, gut, auch alles Mögliche. Also, ich finde jetzt... Oh, oh krass, ein Hund. Ich finde jetzt eigentlich ein Outfit mit Hose besser, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Also Hose und vielleicht eine Jacke drüber oder irgendwie einen Top oder so, keine Ahnung. Oh, das ist Dana oder Diana, Timisha, Erika und Christine und Eleanor und Melissa. Ich würde sagen, auf den ersten Blick gefällt mir die Eleanor ganz gut. Hinzu kommt, dass Eleanor mein Lieblingsname ist. Als ein ehemaliger Reality-TV-Star musste Eleanor hart daran arbeiten, um sich als Model in der Welt der Mode zu beweisen. Ich finde die ganz cool. Die aber eigentlich auch. Wurde vor 5 Jahren zufällig von Julie auf der Straße entdeckt. Ja, nee, ich glaube, wenn wir dann die 7 Diamanten haben, möchte ich ganz gerne die Eleanor. Aber dann kleide ich sie jetzt noch nicht ein. Weil da möchte ich lieber für die Eleanor das passende Outfit. Ja, ich finde das so schade, dass man es nicht vorher sehen kann. Aber gut, dann bleibt die gute Dame nackt und wir warten, bis wir die 7 Diamanten haben. Was ist denn hier? Kaufe Diamanten. Ach so. Ich könnte also, ich habe 800 und könnte für 300 noch einen kaufen.
Ja gut, das wird sich aber sowieso mit der Zeit dann ergeben. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!